Folgendes, wir sind jetzt auch in Berlin. Wir gehen jetzt zum Flixbus und machen uns auf den Weg nach Amsterdam. Wir bleiben ungefähr bis Freitag oder so. Und wir werden da ein Haus haben, so mit Pool und so, also wird auf jeden Fall sehr entspannt. Wir haben auch PlayStation so mitgenommen. Also wenn ihr wie er seid oder wie ich, gönnt euch Flixbus. 50 Euro für ein Ticket nach Amsterdam, da kann man nicht Nein sagen. Ja, auf jeden Fall, ich will nicht zu lange reden. Ich glaube, ich würde dann nochmal filmen, wenn wir im Bus sind. Und dann, wir machen nochmal einen Zwischenstopp in Hannover, dann will ich auch nochmal filmen, glaube ich. Und ja. Ich hätte eigentlich heute gearbeitet, ne? Wir sind jetzt abgefahren aus Berlin. Komm mal schnell nach Hannover, oder? Das ist Todes... Also, für Leute mit Platzangst, ich würde das nicht empfehlen, Digga. Wir sind die Truppe voll gepackt, Digga. Wir leben wie Messi. Aber ein bisschen 2014 Deutschland-Highlights gucken. Muss. Also, wir sollten um 1 Uhr in Hannover angekommen sein. Dann werden wir dafür, keine Ahnung, 1-2 Stunden chillen. Danach geht sich die Fahrt weiter nach Amsterdam. Wir werden dann halt von Andrew und Joe abgeholt. Und ja. Folgendes, wir sind jetzt in Hannover angekommen. Wir haben schnell bei Meckes. Wir haben es gegessen. Es ist 2 Uhr oder so. Und die Fahrt geht gleich weiter. Also wir sollten ungefähr um 7 Uhr oder so ankommen. Danach irgendwie halt ins Haus kommen oder so. Andrew und Joe holen uns je nachdem danach ab. Yeah. Also es ist jetzt 2.10 Uhr oder so. Wir warten auf unseren Bus, der sollte um 2.30 Uhr oder so ankommen. So lange gucken wir ein bisschen NBA Opening Night. Und wir sind natürlich für den GOAT, LeBron James. Kommt LeBron James unter anderem wieder Jason aufs Parkett. Jason will seinen Sperma schlucken. Offiziell Jason. Jason würde LeBron seinen Sperma schlucken, Dicker. Aber diese richtigen Schlucken. Verspeisen zum Frühstück. So früh ist, wir haben 7:20 Uhr oder so. Wir sind jetzt angekommen in Lisa, dann also in Amsterdam. Wir fahren jetzt schon mit Regio oder so zum Hotel und zum Haus und Fahrt zur Fahrt, Flixbus. Boah. Ich hasse keine fetten Menschen mehr. Aber vor mir saß eine fette Frau. Ihr Stuhl war bis ganz hinten, Bruder. Dicker, von mir, es saß ein dicker Mann, der hat die ganze Zeit geschnarcht. Das war nicht mal das, was er dick war, Dicker. Er schnarcht die ganze Zeit, Bruder. Ich konnte nicht mehr schlafen, er schnarcht, Bruder. Er macht diese. Scheiß Idioten, ich schau, Dicker. Kein Respekt vor Leuten. Also, wir waren jetzt auf dem Bus. Und guck mal die Aussicht an, die wir einfach haben, während wir auf dem Bus warten. Fuck no, mach forward now, Digga. Ain't no fucking way, boy. Halt dein Handy. Hey! Broke ass! Wir sind in der Crib. Pfff, Leute, was geht ab? Eigentlich kam zu einem Video von seinem YouTube-Kanal. Wir sind wieder back in the business in New York City unterwegs, Digga. Ich gebe euch eine kleine Roomtour. Ja. Auf jeden Fall, Jungs. Hier ist Küche und Wohnzimmer. Ist auf jeden Fall stabil. Ja, Jungs. Hier ist Ausblick, ich zeig euch ganz schnell. Hier könnt ihr gucken. Boah, wir werden euch zeigen, wie es aussieht. Und Muimo, peace! Siehst du das, Dicker? Einfach beißen am Schlafen. Wie geht's dir? Boah, mir geht's sehr gut, muss ich ehrlich sagen. Ich hab mit dir geredet, du Idiot. Ach so. Okay. Also wir gehen zum Bowling. Wir haben Bahn vor einer Stunde oder so. Wir haben ein bisschen Film. Also auf jeden Fall. Dicker, die beiden und du, Dicker, was willst du eigentlich gegen mich machen? Fuck no! Glaub ich, okay, nein, nein, warte mal, warte mal. I cannot let this slide, bro. I cannot let this slide. Glaub ich, 2K, Digga. Bruder, 2K, guck mal, 2K. Joe, ich danke. Nein, nein, guck mal, 2K, ich sag, ich bin der Zweitbeste, okay?
er ist gut, aber er spielt doch jedes Mal 2K gefühlt. Fuck no, ich hab ihn zweimal geklatscht. Ich spiel gar nicht. Wie bist du der Zweitbeste? Ich hab ihn zweimal geklatscht. Er ist, frag ihn, er ist zweimal geklatscht. Ich hab ihn geklatscht, ich hab beide geklatscht. Okay, aber er ist einer, er spielt auf Rookie. Er fühlt sich dicker, er macht. Bruder, wir haben Hall of Fame gespielt, wir haben Pro gespielt. Ich hab ihn auf Hall of Fame, er ist so ass. Ich hab ihn auf Hall of Fame geklatscht. Einer beide geklatscht. Hall of Fame Pro und ich bin trotzdem ass. Digga, dann sind die einfach scheiße. Nein. Wenn ich ass bin, dann sind die Booty Booty. Dog shit. Wir machen Fades. Digga, wir machen Fades und so. Digga, er kann nur Lerbs, Digga. Ich mach Lerbs und die können. Du hast du Lerbs, ich mach Lerbs und trotzdem mach ich Buckets. Aber ich verstehe, warum Niggas so laut sind. Die können mich alle nicht guiden. Der am linken ist Booty Cheeks. Wir machen nochmal. Ich will nochmal. Jalla. Und jetzt zu Bowling. Ich geb zu, ich bin nicht der Beste im Bowling. Aber so mach ich mit denen. Nein. Ich hab den Booty, bruh. Stop here, bro. I'm like that, bro. Hold on. Das ist wieder zu viel, Bruder. Das ist wieder zu viel. Also, ich bin ehrlich, ich werde euch alle ficken. Boss. Kevin wird euch alle ficken. Boss. Okay, ich werde euch ficken. Boss. On the fuck. Oh, look, he gay. Who you trying to fuck? You know my signature move? I'll be telling you, that nigga like men. Was du? Nein, nein. Chris Brown? Nein. Bro, das war ein Watch out. Ich sag mal, sein Name ist respektlos, ja. Ich hab dicker Finger, Joe. Okay, Okay. Tavius. Third. My name's Trey. I'm from Atlanta. I don't say word. Actually, my name Chris Brown. I'm Chris Brown Jr. Because I'm the son of Michael Jackson. I'm the son of Michael Jackson, too. That nigga bugging. My name actually is Ray, bro. I'm from Atlanta, bro. Like, them niggas be bugging for me, bro. I got that shit on me, though. I got that shit on me. When you want to say hey, I'm not going to say hey. I'm going to say that's a strike, by the way. Yes! Wie viele Würfe hat man? Also jede. Jesus! Wie man das macht. Oh! Wie leicht ist das? Digga, solid. You ain't like me. Solid. Ja, kannst du denn so? Go on. Bitte. Wir sind hier im Bereich der ultra mega gay Außenfläche. Ja, hier, er ist stabil. Du bist ein Mensch für mich. Ich lach dich kaputt, ist mir egal. Guck, fuck dich. Er ist in einer Umgebung von vielen Leuten. Außer er, das ist Dick Brandon, das hast du gesagt. Okay. Dicker, Gott für den Signature Move, ich mach ihn jetzt nach. No homo, do. Homo. Das ist dein Signature Move, mach. Das ist halt so. Haram. Niggas acting guck, gay. Guck, was er macht, Dicker. Mach sie. Ich mach diese in den Raum mit Jason, Dicker, und Jason wird seine Hose rausziehen. Was hat er nicht gegeben? Ich möchte nichts. Was hat er nicht gegeben? Er hat kein Kissen gegeben. Er hat kein Glück gegeben?
I'm not, I don't roll like that. I guess what? The film is gay. PJ, nigga. Schau auf jetzt. Boah, es ist 11 Uhr. Wir wollten um 38 trainieren gehen. Was für 11 Uhr? Es ist 11 Uhr, Digga. Ich wollte um 38 trainieren gehen. Warum willst du mich schon nicht schmachen? Der andere ist jetzt auch wach, Digga. Digga, bitte, nein, hab ich nicht verkannt. Ich verstehe das so. Er ist irgendwie aufgewacht, ja. Halt die Schnauze, Junge. Aber ich hab nichts damit zu tun. Halt die Schnauze, komm hier rein. Das ist nicht dann. Das ist Gardine. Nein, Bruder. Decke, aber du warst davor ja, schon wach. Ja, du warst davor schon wach. Hast du noch Konzerte in Berlin? Hey, 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 ja, 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 okay, 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 ja, 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 geht's, geht's, ja. Freunde, Freunde, wir sind jetzt in Amsterdam. Wir sind heute noch ein bisschen Assis und ein bisschen chillen. Machen ein paar Picks. Essen ist safe, oder? Ja? Essen. Ja, und dann ja. Essen wir auch safe irgendwas hier. Dann geht es auch wieder schon zurück, weil Zeit rennt, Zeit rennt. Einfach nicht so viel Unternehmen leider, aber ja, vielleicht nächstes Mal. Dann beim nächsten Video beim Flashstadt. Das ist schon ihr Turnier, glaube ich. Oder vielleicht Kali-Konzert. Na, oh ja, den schönen Konzert. Aber egal, mal sehen. Ich hab eigentlich immer so diese eine Wind vielleicht so. Ja. Digga. Oder diese scheiß Band, die dann immer so macht. Ja, Digga. Oh, na, Bro. Beide Öl. Ich die Hose im Lauf. Der wird ganz geil. Bleib, du hast die Hose im Lauf. So, Lenz, Digga, hier, guck jetzt mit dem Westernpark. Warte mal ein bisschen lauter. Der Park ist tot. Perfekt, dass ihr gerade Musik hört. Nein, Bruder, ich neben dem bin. Ich bin crazy, aber ey. Komm, komm in unsere Mitte, Digga. Ja, fett nicht. Weil ich hab links, er hat rechts, und wir hören dich perfekt. Jetzt. Was wird uns bei Essen, ja? Hä? Essen. Wie sieht es aus? Ja, also Amsterdam, schau schon mal Amsterdam. Amsterdam ist eine sehr schöne Stadt. 100% schöner als Berlin. Also ist viel sauberer, viel schöner, viel mehr Architektur und so. Berlin ist Arsch. Also Berlin ist echt dreckig und so. Jungs, euch schon. Wir haben jetzt bestellt, unser erstes angekommen. Andrew, go to draw. So Fleischbestellt oder so, Gott auch. Also als beste Burger, so basic essen. Was entspannt auf jeden Fall. Wir werden uns dann auch irgendwie in der Stadt, wir werden uns irgendwie ein paar Sachen holen. So. Die haben sich noch irgendwie so Caps geholt mit, also mit Aufschritt, also mit Print. Und ja. Auf jeden Fall, Digga, von mir und Joao ist es jetzt gleich zu Ende.
Wir sind gleich raus aus dem Vlog. Ja, deswegen, wir sind raus, weil wir bleiben noch einen Tag. Wir bleiben noch einen Tag länger und die fahren heute schon. Deswegen sagen wir auf jeden Fall tschüss. Ja, ich sag ehrlich, war coole Zeit. Ja, war Loki clean. War Loki clean. Und also echt coole Männer so. Eigentlich okay, Gossi ist ein bisschen gay, Dicker. Die acting gay. Nein, acting gay. Ich würde sagen, dass sie cool sind. Man muss die Follow da lassen und so. Weil es deren Account. Er hat zwar alles gefilmt, warum auch immer, weil er denkt irgendwie, er ist irgendwie Main Character. Aber eigentlich ist deren Ding so. Also eigentlich Paul. Eigentlich müsste Paul ein Like da lassen und eigentlich abonnieren. Also Freunde, Leute, ich hab vergessen, am Ende zu filmen, beziehungsweise der Akku der Kamera war leer. Und ich wollte noch sagen, ja, so Amsterdam war eine echt schöne Zeit, so. Shoutouts an Joao und Andrew auf jeden Fall, die uns die Unterkunft geliehen haben. Shoutouts an Gotze, an meinen G, der mitgekommen ist. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr lasst ein Like und ein Abo da. Und ihr solltet euch auf das nächste Video gefasst machen, denn das nächste Video wird ein Vlog zum Tony und Savage Konzert sein, also... Halt euch bereit. Hey, baby, lass uns shoppen. Lass mal Benz im Loose Hill droppen.